was bisher geschah. Also es gibt ja so einen Typ und bei dem ist irgendwie so ein Känguru eingezogen, also in die Wohnung, ja. Und der Typ, der war verknallt in seine Nachbarin. Genau. Und die Nachbarin, die... Lass mich das machen. Was bisher geschah. 1852 wurde in den Ruinen der Bibliothek von Assurbanipal in Ninive eine 3000 Jahre alte Tontafel gefunden. Und 40 Jahre später übersetzte Heinrich Zimmern, ein Altorientalist aus Baden, die Schrift auf dem Tontäfelchen ins Deutsche. Dort hatte der Weisheitsvermittler Shagil Kinam Ubib notiert. Schaust du hin? So sind die Menschen insgesamt blöde. Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen. Also, stell dir vor, du gehst ins Kino und der Film fängt an, aber du siehst gar nichts, weil er komplett in einem Dunkelrestaurant spielt. Okay. Ich habe auch schon einen Titel. Blind Date. Ja. Man sieht echt gar nichts. Ey, lass das. Soll ich das mal bei dir machen? Ah, mein Auge. Ich kann nichts mehr sehen. Warum genau ist das Känguru dabei? Ich bin blind. Es ist einfach mitgekommen. Er braucht Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Bitte, dann mach. Ja. Das ist schon witzig. Man sieht echt gar nichts. Wenn wir uns schon beim ersten Date nichts zu sagen haben, wird das aber irgendwann schwierig. Ist das nicht unvermeidlich? Ich meine, reden deine Eltern noch miteinander? Mein Papa ist ja tot. Oh ja, stimmt. Entschuldigung. Bling. Was bling? Ich zähle deine Fettnäpfchen. Das ist nicht hilfreich. So, einmal vegan, einmal vegetarisch und einmal mit alles. Guten Appetit. Danke. Ja, endlich. Danke. Wie ist denn euer? Meins schmeckt ziemlich trocken. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du die Tischdekoration isst. Wie bescheuert wäre das denn? Tischdeko in einem Dunkelrestaurant? Spinnst du, man darf hier keine Taschenlampe abmachen. Das ist doch keine Taschenlampe. Das ist eine Taschenlampe. Alter. Was machen Sie denn da? Man sieht hier halt nichts. Das ist ja der Witz. Das ist ein Dunkelrestaurant hier. Ja. Also, ich habe meiner Mama Facebook eingerichtet, damit sie nicht mehr so einsam ist in Hinterwalde, aber jetzt leugnet sie die Klimakrise. Mein Onkel hatte ja Angst vor Chemtrails. Hatte? Ja, guckte immer in den Himmel und wurde von einer Straßenbahn überfahren. Sorry, ist natürlich überhaupt nicht witzig. Naja, ein bisschen schon. Jedenfalls schickt mir meine Mama jetzt immer Videos von diesem Adam Krieger. Ich habe das anfangs nicht so richtig ernst genommen. Aber inzwischen schreien wir uns eigentlich nur noch an. Und ich muss mal. Sag dem Kellner Bescheid. Ach Quatsch, ich habe einen ausgezeichneten Orientierungssinn. Hey! Sorry, falsche Richtung. Schleich dich doch vor dem nächsten Date einfach heimlich aus der Wohnung. Entschuldigung. Das habe ich heute schon probiert. Wer lässt denn hier seinen Hund frei rumlaufen? Wir haben jetzt ungefähr 60 Sekunden zu zweit. Wir müssen Speeddaten. Alles klar. Was ist dein Lieblingsbuchfilm Tier, Farbe, Stadt, Land, Fluss, Witz? Momo, Matrix, Schwein, Schwarz, Paris, Portugal, Spree und jetzt der Witz. Woran erkennt man eine Veganerin auf einer Party? Sie erzählt's dir. Und jetzt du. Kann ich auch Nein. jeweils Nein. fünf nennen? Nein. Dann macht die nicht roh! Raus! Eure Tischdeko schmeckt übrigens viel zu trocken. Fass mich nicht an. Und wo ist meine Taschenlampe? Ausverbote! Ich komme zurück! Nee, wieder. Ah, verdammt. Zitat verkackt. Ich bin dein Onkel. Vater! Flieht, ihr Kasper! Narren. Ich geh mal den Babysitter ablösen. Was? Ich kann den Babysitter ablösen. Erzählt mir einfach irgendwann mal, wo ihr noch überall rausgeflogen seid. Reisend einer zu wenig. Zu viel. Aber... Ich mach's wieder gut. Bitte nicht. Nimm's nicht so schwer, Alter. Weißt du,
Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Leben eine Sitcom ist. Was denn für eine Sitcom? Zu prätentiös. Lieber der Zauberberg. Liegst du schon wieder in der Hängematte? Keineswegs. Immer noch. Du bist ja noch nicht mal aus deinem Schlafanzug raus. Ist dir schon aufgefallen, dass es manchen Leuten ein Bedürfnis zu sein scheint, das Offensichtliche auch noch unbedingt in Worte zu fassen? Was ist das bessere Lieblingsbuch? Auf der Suche nach der verlorenen Zeit oder 100 Jahre Einsamkeit? Hast du das überhaupt gelesen? Ich hab's im Regal stehen. Zählt das? Im Übrigen rede ich gar nicht mehr mit dir. Ich gebe zu, ich war gestern vielleicht keine große Hilfe, aber ich habe alles eingekauft, was du magst. Bio-Brause, Aubergine, Pomelo, Lakritzschnecken, Chips mit Koriander und Schnapspralinen. Ich mag gar nichts davon. Gar nichts davon? Ich hasse Koriander. Sie will bestimmt sowieso nicht noch mal mit mir ausgehen. Du musst ihr zeigen, dass du bereit bist, Einsatz zu bringen. Ich weiß auch schon, wie. Ach ja? Wie denn? Wir ziehen ihre Mama aus dem Kaninchenbau. Eine Wette? Was denn für eine Wette? Also, wenn wir es schaffen, deine Mama wieder hinzubiegen. Wenn sie nicht mehr die Klimakrise leugnet. Dann gehst du noch mal mit mir essen. Okay. In Paris. In Paris. Aber ohne Känguru. Auf jeden Fall ohne Känguru. Und du zahlst. Also, das muss jetzt nicht... Ich zahle. Okay. Und du schenkst mir deine Spielkonsole. Das ist natürlich optional. Wenn ihr es schafft, dann kriegst du auch noch die Konsole. Aber Mama! Keine Sorge, deine Oma ist eine harte Nuss. Die beiden verschwenden nur ihre Zeit. Na, das wäre ja nichts Neues. Nee, das wäre nichts Neues. Was ist denn, wenn ihr verliert? Dann lade ich dich zum Essen ein? Na, da versuch. Ein bisschen mehr darf es schon sein. Wir haben doch nichts. Ihr habt eine schöne, große Wohnung mit einem alten Mietvertrag. Du meinst... Wenn ihr verliert, dann tauschen wir die Wohnungen. Niemals! Abgemacht. Bist du wahnsinnig? Au! Au! Du hast doch gesagt, ich muss noch mal Einsatz bringen. Ah! Ist ganz schön eng hier. Was habe ich nun getan? Unser Leben ruiniert. Das hast du getan. Sie macht sauber. Schnall ich mich mal. Hertha, erwartest du hohen Besuch? Habt ihr das nicht gehört? Der Joe kommt wieder zurück. Welcher Joe? Unser Joe? Meinte Joe, der Steppenwolf? Ja, den haben sie aus dem Knast entlassen. Weiß Maria schon davon? Die soll eine Überraschung sein. Wer zum Teufel ist Joe? Marias Ex. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, als er mir beim Umzug die Waschmaschine in den vierten Stock geschleppt hat. Alleine. Hey, Maria. Hey, na? Meine Mutter hat mir gerade eine Einladung zu einer Veranstaltung in Köpenick geschickt. Wäre doch eine schöne Gelegenheit, sie kennenzulernen. Mhm. Viel Spaß. Und ihr seid euch sicher, dass ihr mit dem Fahrrad fahren wollt? Ich kann euch auch unseren Transporter leihen.
Nee, wir können ja wenig glaubwürdig vom Klimaschutz predigen, wenn wir mit eurer Karre davor fahren. Genau, völlig richtig. Also, mein Fahrrad ist leider hinüber, aber ich kann euch den da leihen. Das ist Jesus, alter Anhänger. Ich nenne ihn Petrus. Du fährst. Nein, das entscheiden wir auf die uns von den Altvorderen überlieferte Art und Weise. So sei es. Brüderchen, fünf. Auf das Kino. Aber ohne Brunnen. Ohne Brunnen. Schnick, schnack, schnuck. Er macht immer Papier. Immer. Er macht immer Papier. Warum? Weil ich immer glaube, dass das Känguru doch Brunnen macht. Yalla. Es ist kein Glücksspiel. Bitte schön. Guten Tag! Danke. Das war mein Eis! Schneller! Noch schneller! Hey! Hast du Marias Mama eigentlich mal getroffen? Nee. Woher wollen wir denn wissen, welche von den knallt? Sag mal! Ein dastehender Künstler. Hitler oder was? Bin doch nicht Hitler. Bin der Hauptmann von Köpenick. Siehst aber aus wie Hitler. Du siehst aus wie Hitler. Ernsthaft, Alter. Irgendwelche Reichsbürger unter euch? Ihr könnt ja ein Foto mit Hitler machen. Wir dürfen da nicht so konfrontativ rangehen. So wie du gerade. Sonst macht sie dicht. Also eher die sokratische Methode? Genau. Ruhig, sanft, fragend. Viele von euch sind sicher wie ich durch Adam Krieger auf die Klimalüge gestoßen. Krieger kämpft für die Wahrheit! Bleibt wach! Und Krieger sagt, die Klimahysterie ist nur ein Vorwand, um die Steuern zu erhöhen und neue Gesetze zu erlassen. Man will uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Und das führt am Ende zur Deindustrialisierung Deutschlands. Jawohl! Bravo! Bitte? Das Bedürfnis nach Einzigartigkeit, Kontrollverluste oder schlicht Langeweile. Was ist es bei dir? Wie meinen Sie das? Na, laut Studien sind das die Hauptgründe dafür, dass Menschen auf Verschwörungstheorien reinfallen. Verschwörungstheorie ist ein von der CIA erfundener Kampfbegriff, um Andersdenkende zu diskreditieren. Ach du Kacke. Wir wollen euch hier nicht. Wir wollen hier keinen Meinungsfaschismus. Ihr seid doch die Faschismusfreunde. Ruhig, sanft, fragend. Lass mich. Nicht mal die Wissenschaft ist sich einig drüber, ob es den Klimawandel überhaupt gibt. Schwachsinn! Das ist einfach nur Verschwörungsscheiß. Eine Studie hat über 50.000 wissenschaftliche Artikel ausgewertet. 99,94% davon sagen, dass die Erderwärmung hauptsächlich von Menschen verursacht wird. Das deckt sich nicht mit meiner Erfahrung. Mit deiner gefühlten Wahrheit, oder was? Haut ab, ihr Schlafschafe! Silbermäh! Seid doch von der Lügenpresse.
oder sogar bezahlte Provokateure. Liebe Frau Slobodnik, ich verstehe Sie ja irgendwie. Verschwörungen sind wirklich faszinierend. Ich habe früher auch Akte X geguckt. Aber warum müssen Sie sich denn unbedingt eine ausdenken? Es gibt doch genug echte Verschwörungen. Watergate, Prism, LIBOR, Panama Papers, Dieselskandal, die ganze FIFA. Wie wär's damit? ExxonMobil hat schon 1982 eine Studie zum Klimawandel in Auftrag gegeben. Und da kam dann leider raus, dass CO2 tatsächlich die Erde erwärmt. Dumm gelaufen. Aber Sie haben nichts dagegen getan, sondern lieber eine riesige Desinformationskampagne gestartet. Du bist diejenige, die auf eine Verschwörung reingefallen ist. Ihr seid selber die gehirngewaschenen Schlafschafe. Out of here, Kasper! Out, 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 out. Na? Du hast vergessen zu erwähnen, dass deine Mutter den Vortrag hält. Ups, sorry. Geh mal klingeln. Ja, sie hat sogar einen eigenen YouTube-Kanal. Ich bin Lisbeth Slobodnik. Oh, da kommen schon die Möbelpacker. Ich muss Schluss machen. Habt ihr gewusst, dass das vor 55 Millionen Jahren schon mal eine Heißzeit gegeben hat? Und da will ja jetzt wo keiner behaupten, dass da auch mein Diesel dran schuld sein soll. Komm, lass nach Hause gehen. Bist du bescheuert? Wenn wir jetzt abhauen, dann haben wir ja kein Zuhause mehr. Die Frau ist ein hoffnungsloser Fall. Schnick, schnack, schnuck. Wenn ich gewinne, dann warten wir auf Lisbeth. Und wenn du gewinnst, dann... Dann schlafen wir ab sofort in einem Stockbett. Oder du wirfst dich vor Marias Füße und bettelst. Vergiss es. Niemals. Lass schnicken. Aber ich habe mir neue Regeln ausgedacht. Was? Jeder formt ein beliebiges Symbol seiner Wahl. Danach wird ausdiskutiert, wer gewonnen hat. Klingt total bescheuert. Bist du dabei? Natürlich. Und ich nenne das Ganze Free Schnick. Free Schnick. Das klingt ja wie Frühstück auf Schwäbisch. Der Bub hat schon wieder sein Frühstück gegessen. Vielleicht besser Freischnick? Freischnick hört sich an wie etwas, das man von einer Prostituierten bekommt, wenn man das Stempelheft vollgemacht hat. Openschnick. Besser? Was soll das sein? Kettensäge. Was hast du? Ich, eine Giraffe. Giraffe? Gegen Kettensäge? Da müssen wir wohl gar nicht diskutieren. Nee? Wenn ich fragen darf, gegen was hättest du denn gehofft, mit einer Giraffe gewinnen zu können? Ein hoch oben wachsendes Blatt. Warum zum Teufel hätte ich ein hoch oben wachsendes Blatt machen sollen? Wogegen hätte ich denn damit gewonnen? Gegen ein Tier ohne langen Hals. Ich stand mega unter Zeitdruck. Gebe zu, dass Giraffe nicht die beste aller möglichen Optionen war. Wir haben tolles Material gedreht. Wir könnten Ihnen das auch gerne schicken für Ihren YouTube-Kanal. Wir sind ja ganz große Fans von Dieselwesen. Freut mich. Komm, gerne. Abkürzung. Ah, ja. Würden Sie uns ein Autogramm geben? Natürlich. Kann ich mal? Tina und ich, wir haben uns hier auf wahrheitsliebe.info kennengelernt. Alle 23 Minuten verliebt sich ein Querdenker auf wahrheitsliebe.info. Erstelle ein Profil und klicke einfach alles an, woran du glaubst. Wir waren die Einzigen, die alle Verschwörungen angeklickt haben. Du bist nicht allein. Wir finden jemanden, der die Wahrheit genauso liebt wie du. Auch ich habe meine Eva hier kennengelernt. Ich bin Adam Krieger und ich empfehle wahrheitsliebe.info. Lasst euch den Mund nicht verbieten. Bleibt wach. Wie stehen Sie eigentlich zu Chemtrails? Was?
Chemtrails, die angeblich Kondensstreifen in den Flugzeugen lassen. Giftige Chemikalien. Sagt man nichts. Es geht um die Verminderung der deutschen Zeugungsfähigkeit. Und oder Vergiftung der Böden durch Aluminiumverbindung. Es geht um Bevölkerungsreduktion. Und oder Gedankenkontrolle durch Nanoroboter. Also wer Angst davor hat, dass Nanoroboter seine Gedanken kontrollieren, sollte das vielleicht als Chance begreifen. Was wollt ihr Kasper denn noch? Verpisst euch! Hm? Da um die Ecke war Adam Krieger. Ja, ich glaube, das war Adam Krieger. Gerade den Eingang zur Hohlerde entdeckt. Was? Ja, also, wir sehen uns auf der Koko und oder woanders. Frau Slavodnik, wir hatten einen schwierigen Start. Können wir einfach nochmal von vorne anfangen? Nee. Wir sind Freunde von Maria. Mhm. Bist du ihr Neuer? Traurig. Naja, an Joe kommt eh keiner ran. Wie wär's, wenn wir sie zum Essen einladen? Und als Friedensangebot der kategorische Aperitif. Hopp, hopp, Rinnenkopf. Einmal die 13 und die 72, bitte. Du hast noch gar nicht in die Karte geschaut. Ich sag immer Zufallszahlen, hält das Leben spannend. Ich nehme dasselbe. Und für mich einmal die 12 und die 61 ohne Koriander. Koriander, meine ich. Bei uns ist sowieso alles ohne Koriander. Koriander, bitte. Wir sind der Chinese. Oh Gott, war das peinlich. Ich finde, das war ein sehr interessanter freudscher Versprecher. Ah ja? Ja, ihr Deutschen wollt nämlich die Annehmlichkeiten einer multikulturellen Gesellschaft, also die Dienste, die Immigranten verrichten. Was ihr aber nicht wollt, sind die Immigranten selbst. Ihr wollt tatsächlich die 61 ohne Koreaner. Jetzt mal nicht übertreiben. Du musst reden. Die Deindustrialisierung Deutschlands. Geht's noch? Ihr werdet's erleben. Aber warum steht davon nichts in der Presse? Alle gekauft. Was ist mit uns oder Maria? Sind wir auch gekauft? Ihr frisst doch alles, was euch die Systemmedien vorsetzen. Sie verschließen sich jedem Argument, das ihnen nicht passt. Mann, nur alle. Jeder, der nicht deine Meinung hat, gehört entweder zur Verschwörung oder ist eine Marionette. Ihr seid doch die Marionetten. Habt aufgehört zu hinterfragen. Ihr glaubt einfach, was im Spiegel steht. Und du glaubst einfach, was dir Facebook spiegelt. So wie Sie Ihre Behauptung vom Klimaschwindel verteidigen, können wir den größten Blödsinn verteidigen. Mit ganz genau denselben Sätzen. Stimmt nicht. Okay, dann denk dir jetzt mal eine völlig verrückte Theorie aus, die so bescheuert ist, dass nicht mal du daran glaubst. Bitte? Die Erde ist ein Würfel. Also eine Cube-Earth-Theorie. Gut. Natürlich ist die Erde eckig. Warum sonst sind alle Landkarten viereckig? Und warum steht davon nichts in der Presse? Sie sind alle gekauft. Was ist mit mir? Bin ich auch gekauft? Du frisst einfach, was dir die Systemmedien vorsetzen. Nur durch die würfelförmige Erde lassen sich die großen Wasserfälle erklären. Die sind nämlich alle an den Kanten. Und warum sieht die Erde aus dem All aus wie eine Kugel? Weil die CIA alle Astronauten dazu zwingt, einen speziellen Weitwinkel zu verwenden. Jährlich verschwinden Hunderttausende von Menschen spurlos. Wohin? Die werden die Ecke gebracht. Man würde also runterfallen, wenn man über eine Kante geht? Nicht ganz. An den meisten Stellen sind die Kanten leicht abgerundet, deswegen sieht man es nicht so einfach. Aber 99,94% aller wissenschaftlichen Publikationen sagen, dass die Erde rund ist. Das deckt sich nicht mit meiner Erfahrung. Siehst du, kommt dir diese Art zu argumentieren nicht bekannt vor? Mein Deutschlehrer hätte jetzt gesagt, merkst du was? Lass mir doch nicht verarschen. Spinner. Da geht sie hin, meine Spielkonsole. Hast du das gehört? Die Erde ist ein Würfel. Und ich habe gedacht, sie ist flach. Wir würden gerne das Fahrrad mit in den Bus nehmen. Wie stellen Sie sich das vor? Naja, ich würde es einfach durch die Tür in den Bus tragen. Das ist ein Bus. Das stimmt. Also. Andererseits besteht hier ja Schienenersatzverkehr mit Bussen. Folglich ist das hier gar kein Bus, das ist eine S-Bahn. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Natürlich ist das ein Bus hier.
Kann mir da keiner erzählen, dass das hier kein Bus ist. Und was das für ein Bus ist. Mein Leben lang fahr ich Bus. Ich werde wohl noch einen Bus erkennen, wenn ein Bus vor mir steht. Und in die S-Bahn darf ich mein Fahrrad mit reinnehmen. Aber nicht in den ersten Wagen. Na gut, dann fahr ich halt selbst. Halt mal kurz. Na, Hoppi, Hoppi! Wir haben unseren Fahrgästen ihre Zeit ohne gestohlen. Kann mir da keiner erzählen, dass das hier kein Bus ist. Und was das für ein Bus ist. Wer will ja wohl noch erkennen, was für ein Bus ist und was keiner. Der hat seine Aufgabe wohl nicht verstanden. Wir können ihn ja mal anhalten lassen. Dann steigt hier besser jemand aus. Wer war denn das? Entweder einer steigt aus oder alle steigen aus. Oak und Sneak? Ich komm gleich hinter. Sneak! Was hab ich gedacht? Ich muss gleich die Feuerwehr rufen. Aber siehst du was? Ist der Joe auf den Baum gekraxelt? Hat die Katze gerettet. Geschichte vom Schwein gibt's auch noch. Da hat der Joe ein Schwein mit auf Arbeit gebracht. Und sein Chef so, was macht denn das Schwein hier? Sagt Joe, was bist ich, wieso sie heute gekommen sind? Das ist doch unfassbar, dass er so lange im Knast war. Reden die schon wieder über Joe? Immer noch. Ach, wenn ich ein bisschen jünger wäre dann. Schön euch zu sehen. Ein Schritt ran, steht bequem. Hände an den Kopf und dann drehen. Abschrauben und das Hirn rausnehmen. Also durchdrehen, Freunde, Champagner auf Schnittchen. Schreiben die Logik wieder mal ein Schnippchen. Flaschen von Tetti und laufen auf den Tisch. Und essen unser eigenes Gehirn mit Fisch. Denn Logik ist schwer überschätzt. Ich sag 1+1+1+1 ist 6. Das ist doch falsch. Ich weiß, aber es reimt sich. Haben Sie die Handy rausgelassen, Alter Lücke? Na? Du hinterhältiger, mieser Taugenichts von einem Schwindler. Du hast wirklich Mut, hier aufzutauchen. Nach all dem, was du abgezogen hast. Ausatmen. Dieser Abend wird heute noch ausatmen, denn heute Nacht stürmen wir euren Vorgarten. Wir haben alles von mit bei uns im Stechspaten. Sind wir selber Tintenfisch auf der Hose? Oh, wir selber Tintenfisch auf der Hose! Auf Joe! Dufte Type, du! Ja, eine ganz dufte Type, der verhaftet wird und Frau und Kind im Stich lässt. Was ist?
Er war doch nur im Knast, weil er für Menschenrechte gekämpft hat. Willst du ihm das vielleicht vorwerfen, dass er für Amnesty arbeitet? Er hat versucht, nordkoreanische Dissidenten über die entmilitarisierte Zone zu retten. Na klar, Nordkorea. Und ich habe Brunnen gebohrt in Afrika. Wenn du so lang wärst, wie du doof bist, dann könntest du kniend aus der Dachrinne saufen, weißt du? Du warst wirklich in Nordkorea? Bling. Jodongbu, 자네 감시하는 척 해야 되겠네. 러프트, 이제 프라이. Passt schon, du hast ja nicht wissen können. Weißt du, wie man in Korea sagt? Wonsungido namoaso derinjenda. Da, ja. Den haben wir im Gefängnis geschnitzt. Aus einem Holzlöffel. Für Maria? Der Gedanke an sie war das Einzige, was mir am Leben gehalten hat. Aber ich will sie jetzt nicht überfordern oder so. Nein, das würde ich auch nicht machen. Weißt du, sie war dagegen damals, dass ich nach Pyongyang gehe. Ja. Das kann sein, dass die immer noch sauer ist auf mich. Sie ist sehr sauer, super sauer. Ja, vielleicht sollte ich ihr ein bisschen Zeit geben. Viel mehr Zeit, ja. Ja, ich will ja nichts überhudeln. Was auch immer das heißt. Vom Hudeln kommen die Kinder. Ich frage sie an dem Geburtstag. Pass auf, was ist das? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Siehst du, was das heißt? Gilt unsere Wette noch? Na klar, ich habe die Umzugskartons schon aus dem Keller geholt. Wir sind schon Liesels beste Freunde. Sie hat ja auch sonst keine. Gleich morgen besuchen wir sie in Hinterwalde. Hey, Kinder, ich muss zurück ins Hotel. Ich hab nur einen Call mit der Greta. Warum denn ins Hotel? Joe kann doch bei uns schlafen. Aber wo denn? Ich meine, wir können höchstens im Flur. Ach so, nein. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, oder? Joe kann bei uns schlafen. Ja, Oskar bei Joe schlafen. Nichts passiert. Und aufs Palatschinken-Gesicht kommt nur das Nasal. Ein Puderzucker drüber. Heroin spaziert. Guten Morgen. Bin früher aufgewacht und hab die Küche einfach sauber gemacht. Und was zum Frühstück gemacht? Ich hoffe, ich hab dich nicht aufgeweckt. Fällt irgendwas? Hast du alles, was du brauchst? Schmecken. Ich fahr zum Baumarkt. Braucht sie was? Ich brauch nie was vom Baumarkt. Okay. Ein Billardtisch. Cool. Ciao. 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 Auf nach Hinterwalde. Aus Grund von mir auch nicht ganz klaren Gründen hält der Zug für Gleis 21 heute abweichend auf Gleis 22 und umgekehrt. War nur ein Scherz. Na, der hat ja einen Humor. Im Ernst, aufgrund eines Personenschadens haben wir heute den alles spielt verrückt Tag. Steuern einfach in den Zug und lass dich überraschen, wo du landest. Was ist los? Terror? Terroranschlag? Was ist denn das für eine Art? Nehmen Sie Haltung an, wenn ein Offizier anwesend ist. Jawohl. Jawohl, Herr Hauptmann. Jawohl, Herr Hauptmann. Name?
Krapotke! Krapotke, Herr Hauptmann! Krapotke, Herr Hauptmann! Was ist Ihr Anliegen, Krapotke? Terroranschlag, Herr Hauptmann! Bilden Sie ganze Sätze, Mann! Terroranschlag! Wie wär's mit einem Verb? Hat's hier einen Terroranschlag, Herr Hauptmann? Hat's, Krapotke? Ja, hat's. Das war ein sogenannter Selbstmordattentäter, ein Attentäter auf meine Nerven. Immer diese lebensmüden Krapotke könnten doch vom Reichstag runterspringen und schreien, es ist ein Schweinesystem, aber nein. Es muss ja ein Zug sein. Falsch, Krapotke, nicht ein Zug, mein Zug. Wo wollen Sie überhaupt hin, Krapotke? Konferenz. Bilden Sie ganze Sätze, Mann. Ich soll zur Konferenz. Was für eine Konferenz, Krapotke? In Wannsee, Herr Hauptmann. Zur Zukunft der Armee. Scheint mir ein wenig unsensibel, eine Militärkonferenz ausgerechnet in Wannsee abzuhalten. Finden Sie nicht auch, Krapotke? Wegen den Touristen. Geradezu geschichtsvergessen. Doch wären wir nicht so geschichtsvergessen, wer von uns würde dann noch eine Uniform tragen, nicht wahr, Krapotke? Ich dachte, Herr Hauptmann fahren auch zur Konferenz. Sie, Krapotke, sollen nicht denken, sondern mitkommen. Die Konferenz wurde verlegt, und zwar nach Hinterwalde. Nach Hinterwalde? Aber... Einsteigen! Jawohl, Herr Hauptmann! Was soll das denn? Ich habe da so ein Gefühl, dass er uns noch nützlich werden kann. Was ist für ein Gefühl? Woher denn? Ich habe das Drehbuch gelesen. Ihr wisst, die angeblich menschengemachte globale Erwärmung ist ein Riesenschwindel. Lisbeth Slobodnik bringt das schön auf den Punkt. Aufgepasst. Im Paläozän, da hattet auch schon eine Heißzeit gegeben. Und da will ja jetzt wohl keiner behaupten, dass da auch mein Diesel dran schuld sein soll. Aber sowas sollen wir natürlich nicht hören. Erst gestern wurde eine Veranstaltung von Lisbeth durch bezahlte Provokateure gestört. Zum Glück waren die Kollegen von White Russian Today vor Ort und haben alles gefilmt. Selbst die Wissenschaft ist sich nicht einig, ob es den Klimawandel überhaupt gibt. Das ist einfach nur Verschwörungsscheiß. Das ist das Niveau, auf dem unsere Gegner argumentieren. Aber könnte es nicht eventuell möglicherweise vielleicht unter Umständen sein, dass dieses Känguru für solche Sätze bezahlt wird? Wer stopft ihm die Dollar in den Beutel? Merkel, Soros, Gore, Gates? Wer Hinweise hat, melde sich bei mir. Bis zu Kokon gehen wir der Sache auf den Grund. Apropos, die Conspiracy Convention ist das größte jährlich stattfindende Treffen von Querdenkern und Wahrheitskriegern aus aller Welt. Und dieses Jahr findet die Kokon in Bielefeld statt. Das hat natürlich für einige Verwerfungen in der Szene gesorgt. Sogar Krieger lügt euch an. Die Kokon ist fake. Weil was ist Bielefeld anderes als eine Stadt, die gebaut wurde, nur um zu vertuschen, dass es sie nicht gibt? Und worum geht's eigentlich? Um Zombies! Um Zombies? Ich bitte euch, die Bielefeld-Verschwörung ist nur ein Riesenhoax. Fallt nicht auf so einen Schwachsinn rein. Kokon-Tickets gibt's übrigens in meinem Webshop. Wir sehen uns auf der Kokon. Bleibt wach. Jede Industrie hat ihre Messe. Ja, sogar die Bullshit-Produktion. Nüsschen, Herr Hauptmann. Oh. Und wo ist der Kaffee, Krapotke? Kaffee. Echt? Adam Krieger, so heißt doch keiner. Nee. Weißt du nicht, dass er eigentlich Sören Klugsch heißt? Was? Echt? Den kennst du nicht? Nee. Der war mal links, Alter. Vor 10 Jahren hat er noch für den Arbeiterkampf geschrieben. Dann ist er kopfüber in den Kaninchenbau gesprungen. Entschuldigen Sie? Ich arbeite hier nicht mehr. Ja, wissen Sie vielleicht trotzdem, wann der nächste Zug nach Hinterwalde kommt? Jetzt hör doch mal auf damit!
Nach Hinterwalde? Da fährt schon lange kein Zug mehr. Strecke nicht rentabel. Sie verstehen. Aber gehen Sie mal zu Gleis 2. Wenn Sie Glück haben, ist die Dresine frei. Er hat gar keinen Scherz gemacht. Ja, dann mal los, Krapotke. Jawohl, Herr Hauptmann. Bist du froh, dass wir ihn dabei haben, was? Schneller, Krapotke! Wir wollen aufbauen! Krapotke! Krapotke! Aufhören Nein, zu pumpen! Nein, weitermachen, Krapotke! Es wird schon nichts passieren! Wir wollen aufbauen! Da regt mich ja schon die Frage auf. Offensichtlich ist nichts in Ordnung. Hattest du einen Albtraum? Alter, und was für ein Albtraum? Der hat bestimmt die Hälfte vom Budget verschluckt. Gut gemacht, Krapotke. Danke, Hauptmann. Was machen wir jetzt? Na, Sie machen erst mal ein paar Liegestütze. Wie viele, Hauptmann? Bis ich sage, es reicht. Jawohl, Hauptmann. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Guck mal. Frau Schlapotnik? Liesel! Ah! Hier schon wieder! Ja, Frau Schlapotnik? Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie annehmen können. Oder auch nicht. Wir reden noch mal. Und wenn Sie uns überzeugen können, dann überzeugen wir Maria. Abgemacht? Ich habe nicht viel Zeit. Sei Sie schon auf dem Weg zur Cocon. Halte die Rede direkt vor Adam Krieger. Ah ja? Ja, das war nicht schönstisch. Na dann mal rein in die Jutestube. Aus Joes abstrakter Phase. Wollten mir schon viele abkaufen. Ja, was soll's. Also, was ist eigentlich Ihr Problem mit dem Klimaschutz? Selbst wenn wir in 50 Jahren feststellen sollten, dass sich alle Wissenschaftler
komplett vertan haben und es doch keine globale Erwärmung gibt. Dann was? Dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den Städten die Luft wieder atmen kann, dass Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Autos weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Da würden wir uns schön ärgern. Wovor haben Sie Angst? Doch nicht ernsthaft vor der Deindustrialisierung Deutschlands. Wer sollte das wollen? Das ist die Frage. Die Frage, die schon Cäsar gestellt hat. Cui bono? Also, wer profitiert? Ich glaube ja nicht wirklich, dass der Spruch von Cäsar ist. Witzige Idee. Falsch zugeordnete Zitate. Zuerst mal profitiert der Staat, weil er sich einen Grund erfindet, die Steuern zu erhöhen. Ich kam, ich sah, ich siegte. Armin Laschet. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann. Frage, was du für dein Land tun kannst. Kim Jong-un. Ich hab übrigens, ich hab ein einfaches Rezept, um fit zu bleiben. Ich laufe jeden Tag amok. Von wem ist der? Attila Hildmann. So, ich muss jetzt los zu Cocon. Wir kommen mit. Was? Echt? Das ist ein freies Land. Noch. Aber mein Flieger geht schon in 2 Stunden. Du fliegst? Nach Bielefeld? Ich nehme das Flugzeug nach Frankfurt und den Mietwagen. Fliege aus Prinzip. Es gibt auch anerkannte Wissenschaftler, die gegen die Klimalüge kämpfen. Schon mal was vom Atmosphärenphysiker Fred Singer gehört? Fred Singer? Lisbeth, entschuldigen Sie, aber der hat ja nicht nur die Klimakrise geleugnet. Der hat davor schon geleugnet, dass es sauren Regen gibt, dass die Ozonschicht ein Loch hat und dass Rauchen Krebs verursacht. Mega glaubwürdiger Typ. So eine Frechheit. Ich musste für meinen Beutel 10 Euro Gepäckzuschlag bezahlen. Hast du mein Handy gesehen? Nö. Wir machen hier zufällige verdachtsunabhängige Intensivkontrollen. Und Sie kontrollieren mich, weil ich zufällig verdachtsunabhängig nicht so unverdächtig weiß-mitteleuropäisch aussehe? Lernen Sie bitte mal Ihren Beutel. Wiedersehen macht Freude. Brauche ich alles noch. Ach, guck an, mein Handy. Ach, mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. Dann bitte noch den Beutel aufs Band. Das geht nicht, Alter. Den Beutel bitte aufs Band. Alter, der ist angewachsen. Der Beutel muss aufs Band. Please put the Beutel on the band. Angewachsen, geht nicht. Der Beutel muss aufs Band. So sind die Vorschriften. Das ist entwürdigend. Letzter Aufruf für Pinguin Air 473 nach Frankfurt. Bitte kommen Sie umgehend zu Flugsteig 17. Ich kann nichts erkennen. Wir müssen das nochmal machen. Du hast ja wohl den Arsch open. Und den Beutel bitte andersrum. Gehören die zu Ihnen? Nee. Entschuldigung. Kann ich vielleicht schon durch? Jacke aus, Pullover runter, Gürtel auf, Schuhe aus, Mütze ab. Welche Ball... Und was meinen Sie, Frau Doktor? Ist es was Schlimmes? Ist gut so, oder soll ich mir noch die Haare abrasieren? Ich fasse es nicht. Die schon wieder. Ich zähle auf. Zerstörung von einer Durchleuchtemaschine bzw. einem Moment, einem Röntgenprüfgerät für Bordgepäck. Ich bin nur an den Kabeln hängen geblieben. Warum immer, Ecke? Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ich hab den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und Verstoß gegen Bewährungsauflagen. Ja, machen wir es kurz. 1 Monat Gefängnis. Was? Ja, für alle beide. Ich bin doch nur sein Haustier. Herr Richter. In Anbetracht der Tatsache, dass wir es hier mit Wiederholungstätern zu tun haben, finde ich 1 Monat... Dann halt 3 Monate. Und ziehen Sie das mal jetzt hier nicht in die Menge. Kantine schließt gleich. Ich könnte Schnapspralinen anbieten. Wow, 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 das ist ein Bestechungsversuch. Also 6 Monate. Zufrieden? Aber, Hä? Einspruch?
Abgelehnt. Mein Besser! Ja, bist du wieder zurück? Freddy, ich lass mich nicht runterkriegen. Hm. Wie geht's dir, guten Martha? Du alter Motherfucker. Ah, du kennst sie doch. Sie hat immer irgendwas zu meckern. So, Mensch. Tommy, du schuldest mir Revanche am Tenniscourt. So, ich habe euch ein bisschen was mitgebracht zum Schnabulieren. Das ist alles vegan, greift's zu. Bedient euch bitte. Naja, folgendes, Freunde, laut § 833 Absatz 2 tritt die Ersatzpflicht nicht in Kraft, wenn der Schaden durch ein Haustier entstanden ist, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zuzuordnen ist. Und ich meine, dieser Mann ist ganz offensichtlich Kleinkünstler. Ja. Das Känguru ist quasi sein Maskottchen. Das ist Teil von seiner Nummer und da verweise ich persönlich ganz gern auf § 582. Ja, ist ja gut. Nimm die Birnen einfach mit, Joe. Voll nett von Joe, dass er uns auch noch sein Auto geliehen hat, um zur Cocon zu fahren. Tommy, du schuldest mir nachher Revanche auf dem Tenniscourt. Ja, du, greif's zu, bitte. Das ist alles vegan. Willst du mir nicht euren Wohnungsschlüssel da lassen, dann würde ich schon mal die Wände streichen. Du kannst lieber schon mal ein nettes Restaurant in Paris suchen. Wenn wir in 2 Tagen nicht zurück sind, räche unseren Tod. Ach, und übrigens, Don Quixote, Big Lebowski, Känguru, Rot, Berlin, Italien, Havel und jetzt der Witz. Kommt ein Kleinkünstler zum Arzt, sagt der Arzt, sie haben nur noch 3 Monate zu leben, fragt der Kleinkünstler. Aber wovon denn? Herr Doktor, wovon denn? Süß. Für die Liste hast du echt so lange gebraucht? Ist gar nicht so einfach. Klar ist das einfach. Das Kapital, Banana Joe, Känguru, Rot, Hanoi, Vietnam, Mekong und jetzt der Witz. Wie viele Vietcong-Veteranen braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben? Keine Ahnung, 2 vielleicht? Du hast doch keine Ahnung! Du warst nicht dabei! Wer bist du? Das letzte Mal fragte ich euch ja nach Hinweisen zu diesem Känguru. Das ist einfach nur Verschwörungsscheiß. Daraufhin hat sich Walter Feldmann bei mir gemeldet. Walter, du hast einen YouTube-Kanal namens Walternative Fakten. Korrekt. Und kürzlich ist eins deiner Videos, man kann sagen, regelrecht durch die Decke gegangen. Ja, die Känguru-Verschwörung. Das Känguru ist nämlich der Kopf einer Verschwörung namens das asoziale Netzwerk. Mit seinen Antiterroranschlägen befeuert es den linksgrün versifften Meinungsfaschismus. Ich meine, was ich nicht schon alles als Nazi beschimpft wurde, nur weil ich den Führer gut finde. Und du hast eventuell, möglicherweise vielleicht unter Umständen Schockierendes rausgefunden, nicht wahr? Ja. Seit Jahrhunderten ziehen im Geheimen Kängurus die Fäden. Dieses Bild kennt ihr ja bestimmt. Was ihr aber nicht wisst, es wurde retuschiert. Man hat kürzlich mit Hilfe von Terahertzstrahlung und der Layer Amplification Method freigelegt, wer wirklich das Gesicht dieses Umsturzes war. Ein Känguru! Wir müssen das Vieh aufhalten! Nieder mit der Känguru-Verschwörung! Ich bin bereit, für mein Land zu sterben! Eva hat uns Tee gemacht. Danke, Schatz. Was ist denn das für eine Sorte? Ich mag keinen schwarzen. Das ist deutscher Kräutertee. Kraft durch Freunde. Den gibt's übrigens auch in meinem Webshop. Und dort findet ihr auch andere tolle Produkte. Schaut doch mal rein. Als ich das mit dem Känguru auf Walters Kanal gesehen habe, da musste ich natürlich selbst gleich mal nachforschen. Und was ich rausgefunden habe, ist eventuell, möglicherweise, unter Umständen, schockierend. Bleibt wach! Bleibt wach! Alter, diese Freaks haben es auf mich abgesehen. Ja, kannst dich schon mal auf die Morddrohung von Kriegers Fans freuen. Glaubst du, Joe hat eine Waffe im Handschuhfach? Guck mal. Keks? Du hast doch keine Ahnung, was da drin ist.
als derjenige, der immer wegen vernachlässigter Tierhalter-Sorgfaltspflicht verknackt wird, verbiete ich dir, diesen Keks zu essen. Hör sofort auf damit! Open Snick? Wenn du verlierst, dann hörst du auf. Und wenn ich gewinne, darf ich alle essen, ohne dass du mich vollnölst. Abgemacht. Schnick, schnack, schnock. Was soll das sein, Alter? Schon wieder eine Giraffe? Das ist ein Tyrannosaurus Rex, du Opfer. Interessant. Fun Fact. Meine Faust war ein herabstürzender Meteorit. Da. Mit einem Meteorit kann ja jeder gewinnen. Außerdem ist herabstürzender Meteorit ein Pleonasmus. Ein Asteroid wird ja gerade dadurch zum Meteoriten, dass er herabstürzt. Tja, hättest du beim Open Schnick mal auf dich gezeigt und einen Klugscheißer gemacht, dann hättest du gewonnen. Komm, 2 aus 3. Schnick, schnack, schnuck, Feuersturm. Brunnen. Ohne Brunnen! Das ist doch albern. Ich darf machen, was auch immer mir einfällt, aber keinen Brunnen? Ja! Blödsinn. Okay, 3 aus 5. Schnick, ohne schwarzes schnack. Loch. Woher wusstest du denn? Schnuck. Es ist kein Glücksspiel. Finde schnellste Route nach Bielefeld. Ort nicht gefunden. Kein Problem. Ich habe einen ausgezeichneten Orientierungssinn. Du wirst sehen, wir sind in Bielefeld, bevor du Razzupaltuf sagen kannst. Andersrum. Warte mal, warte mal. Ich hab's gleich. Moment. Hier musst du runterfahren. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, hüte dich vor Orten, in denen die Rechtsradikalen ihre Plakate niedrig hängen. Spinnst du? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Komm, wir fragen mal bei dem Gasthof. Sieht doch nett aus. Guten Abend. Komm jetzt. Nein, wir sind in der Schattenwelt. Das ist das Upside Down. Wir müssen hier weg. Was sieht doch mal zusammen. Ah, Dark Hertha. Guten Abend. Was hast du denn für einen komischen Hund? Dark Jesus. Dark Maria. Ich gehe kurz mit dem Kleinen ins Asylantenheim. Wir müssten unser Elektroauto aufladen. Haben Sie vielleicht eine Steckdose für uns? Glauben Sie, wie auf dem Land. Wir haben nur Fackeln und Kerzenschein. Leben im Urzustand oder wie Thomas Hobbes sagen würde, einsam, arm, elend, viehisch und kurz. Dark Uwe, dein Gegenstück. Also männlich, talentiert und kosmisch. Geliebt. Wer, wo, wo? Wer ist es? Wer ist mein Gegenstück? Kabel steckt!
Wehe, du wächst mich. Nur nicht den Kopf verlieren. Reptiloiden sind unter uns. Auch hier, im Sugnitz. Quatsch doch nicht so viel, wir müssen was tun. Wir müssen nach Berlin in die Bunker. Die Kinder befreien. Sonst werden die Echsenmenschen ihnen das Adrenochrom absaugen. Wir sind bereit. Für die Kinder. Ja. Für die Kinder. Wir sind nicht allein. Nein. Lass mich! Ich hab ihrem, Känguru kann's ja nicht sein, denn der Privatbesitz von Wildtieren ist nicht gestattet. Sagen wir einfach, ich hab ihrem, Hund einen Mix aus Diazepam und Haloperidol verabreicht. Hat hier jemand Hund gesagt? Alter, ich hatte voll den krassen Trip, das glaubst du nicht. Doch, das glaube ich schon. Was spinnst du? Wir sind in der Schattenwelt. Das ist das Upside Down. Dark Hertha. Wir sammeln fürs Kinderheim. Hat jemand was? Dark Maria. Dark Jesus. Dark Uwe. Wer ist mein Gegenstück? Vielleicht hättest du die Kekse doch nicht essen sollen. Hm? Vielleicht hättest du nicht unsere Wohnung verwetten sollen. Hm? Vielleicht hättest du nicht mit ins Dunkelrestaurant kommen sollen. Hm? Vielleicht hätte ich sogar nicht bei dir klingeln sollen, um Eier auszuborgen. Hm? Vielleicht hätte ich nicht aufmachen sollen. Vielleicht fand ich es nämlich ganz gut, allein zu wohnen. Hm? Keks? Nach der mehrwöchigen Hitzewelle hatten wir gestern Nacht das Vergnügen sintflutartiger Regenfälle. Fahren Sie also vorsichtig. Und jetzt ein Hit, den sich mein guter Freund Joe gewünscht hat. Er grüßt damit alle Menschen, Tiere und Pflanzen auf dem ganzen Planeten. Wir kommen euch besuchen, wir klingeln an der Tür, bringen Rhythmus und Kuchen. Ihr müsst ihn versuchen, wir haben ihn selbst gepflückt. Vom Rhythmuskuchen bauen, kommt, probiert mal ein Stück. Oh. Und habt ihr sie erraten, die außerplanetarischen Geheimzutaten? Von Augen, Lippen, Herz, Nase, Finger, Beine, Brust. Bock zusammen, damit du dich nur noch schütteln musst. Du kannst ab und wir singen dir was. Wir sind das Dream Team, Leute, wir sind super krass. Und wir flehen euch an, wir kriegen vor euch Lieder. Bitte, bitte, seid nicht so bieder. Also durchdrehen, Freunde, Schamanen, ja, Schlitzchen. Schlagen wir der Logik wieder mal ein Schnittchen. Werfen vom Handy und laufen auf den Tisch und essen unser eigenes Gehirn mit Fisch. Denn Logik ist schwer überschätzt. Das Wort hat die Welt, muss abbiegen, Weg haben. Kacke, kacke, kacke. Damit machen. Iss sie auf! Iss du sie doch auf! Wo haben Sie denn fahren, ihr Land?
Lisbeth? Lisbeth? Ihr sagt das. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was machst du denn hier? Ja, ich muss so gucken. Und warum haben Sie ein Polizeiauto? Ach, das ist eine lange Geschichte. Werte Fluggäste, aufgrund der katastrophalen Wetterlage wird unser Flug nach München umgeleitet. Nicht viel geschlafen. Krass. Das ist mit Sicherheit die unglaublich. Nein! Bitte wenden. Bitte wenden. Autos sind nicht so dein Ding, was? Ich muss los. Ich bin spät dran. Ich halte die Rede vor Adam Krieger. Ich bring dich hin. Ich habe einen ausgezeichneten Orientierungssinn. Müssen wir nicht noch den ADAC rufen oder sowas? Hey Joe, na? Du, dein Auto steht jetzt hier kurz vor Bielefeld irgendwo am Straßenrand. Wobei, stehen ist jetzt vielleicht nicht ganz das richtige Wort, weil es liegt eher so auf dem Dach. Es gab da so eine Biene, die... Es ist schwer zu erklären. Ja, alles easy. Untergang kommt, ja versichert. Hauptsache euch ist nichts passiert. Seht ihr das auch? Dann vermute ich, dass wir es mit einem Zeitriss zu tun haben. Bitte was? Ein Riss im Raumzeitkontinuum, der uns 2000 Jahre in die Vergangenheit geschickt hat. Liesel, was machst du denn? Liesel! Entschuldigung! Entschuldigung, sind Sie auch auf dem Weg zur Kuckuck? Orbite. Alia jacta est. Carpe diem. Germanus in venimus, qui ridiculus canes habent. Qui ridiculum canem habet. Oh, captivus. Ich warne euch. Ich bin als Kind in den Zaubertrank gefallen. Was ist das hier? Clades Variana. Jo, Clades, was geht? Nein, ich bin nicht Clades. Das hier ist die Clades Variana. Die Varusschlacht. Ich bin Publius Quinctilius Varus aus Cremona. Sohn des Quästors Sextus Quinctilius Varus. Feldherr von 3 römischen Legionen. Und in echt? In echt ist er unser Lateinlehrer. Magister Latinae Lingulae est. Romanes eum domus! Romani ite domum! Scuta sursum! Ja? Ist das nicht großartig? Hallo.
Ihr hattet einen Unfall? Ja, war so eine Biene und... Ist meine Mama bei euch? Vielleicht. Geht's ihr gut? Ich weiß es nicht. Was ist denn da bei euch los? Das ist schwer zu erklären. Sehr schwer zu erklären. Was ist schwer zu erklären? Die Gesamtsituation? In Deckung! Die haben Ballisten! Balliste! Wir haben Balliste! Wer hat Balliste? Die Verbindung ist irgendwie schlecht. Hoffe ich. Seid ihr im Kino? Entschuldigung. Und? Hallo? Muss ich schon kommen und euren Tod rächen? Nein! Nein! Entschuldigung, wo geht's hier nach Bielefeld? Danke. Ein Spaziergang. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Donald Trump. In unserer Volksgemeinschaft, Sie sind jetzt Reichsbürger. Ich bin ein echter Reichsbürger! Die Römer waren vergleichsweise harmlos. Ja, aber der hier scheint aus der Mode zu sein. Diese von mir vertriebenen Sonnenbrillen für 499 Euro das Stück sind ein unverzichtbares Hilfsmittel im Kampf gegen Echsenmenschen. Der hilft gegen Römer. Was haben Sie gesagt? Der hilft gegen Schwerhörigkeit. Ich auch ein Autogramm? Da ist Diesel, ich auch ein Autogramm. Ja, klar. Du bist sofort los. Bitte sehr. Das ist nicht nur einfach die Mütze. Ja, auf die Mütze. Auf dem Arm. Okay. Danke, wenn ihr größer Fan. Will ich ein Autogramm haben auf das Baby? Nee. Dass Impfen Autismus fördert, das hat ja schon der Donald Trump bestätigt. Das ist ein gut ausgebildeter Mediziner. Greifen Sie zu. Auch für Ihr Kind. Und deswegen war es Inside Drew. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Nein, 11 ist ja das Cannabis der Verschwörungstheorien. Ich glaube, inzwischen ist eher Corona die Einstiegsdroge. Ich denke, das ist nicht der richtige Ort dafür. Ordner. Ich dachte, hier kann jeder einfach jeden Quatsch reden, den er möchte. Lass mich, ich habe Beweise, dass 9-11 kein Inside-Job war. Ein T-Shirt hätte ich aber trotzdem gerne noch, wenn ich da. Ich gebe auch Workshops, ne? Die machen wir denn in Brandenburg. Pass auf, geht rein. 20 ist immer gut, ne? Liegt gut in der Hand, kannst du schön robben über den Boden, aber auch mal springen, weil die Springer müssen hinterher springen. Und wir müssen die Viecher direkt in ihrem Bauch treffen, am besten im Kopf. Wenn sie nachts das Fenster offen lassen, werden sie sofort zwangsgechippt durch illegale Nachtflugdrohnen. Dann hat sich Hitler im Mai in einer Reichsflugscheibe nach Neuschwabenland zurückgezogen. Wo er zur Erkenntnis kam, die Sonne ist kalt. Warum auch sonst sollte das Ganze... Ich bin froh, dass ich kein Kleinkünstler bin. Es würde mir sehr schwer fallen, das zu überspitzen. Man muss das unterspitzen, sonst glaubt einem das doch keiner. Schau mal, Krieger hat einen geldgeilen Verlag gefunden. Hat mich auch
Der war mal linksradikal. Ja. Faszinierend. Egal von wo die Leute in den Kaninchenbau fallen, sie landen immer am rechten Rand. Quatsch. Krieger ist kein Nazi. Lisbeth, nimm's mir nicht krumm, aber wenn etwas läuft wie ein Huhn, gackert wie ein Huhn und Eier legt wie ein Huhn, dann ist es sehr wahrscheinlich ein Huhn. Ach du Kacke. Keine Sorge. Kommen Sie her. Kommen Sie zu uns. Wir haben die neueste Waffe. Ja. Also, es geht ja darum. Die Erde ist ein Würfel. Wir haben hier T-Shirts für 79. 90. Und es gibt überall. Auf Facebook, wir sind auf. Erinnern Sie sich noch an uns? Wir sind Ihre größten Fans. Was? Aber wir haben uns erlaubt, Ihre revolutionäre Botschaft in die Welt hinauszutragen. Was? Meine Botschaft? Ich verstehe nicht. Wir waren dabei. Und Köpenick hat sie von der Würfelerde erzählt haben. Das Einzige, was gegen Chemtrails hilft, ist ein Dach über dem Kopf. Das ist, weil du daran glaubst. Die Erde ist ein Würfel. Also eine Q-Earth-Theorie. Natürlich ist die Erde eckig. Warum sonst sind alle Landkarten viereckig? Wir haben ihre Wahrheit überall verbreitet. Facebook, YouTube, Insta, Twitter, 4chan, 5chan, 6chan, 7chan, 8chan, MySpace, Telegram, WeChat, Nehmann.de, Reddit, WhatsApp, StudiVZ, TikTok. Bald werden nur noch Schlafschafe glauben, die Erde sei flach und oder eine Kugel. Eine Kugel. Lächerlich. Völliger Blödsinn, das war doch nur ein Witz. Das ist alles ein riesiger Witz. Was? Wie? Das mit der Würfel, das hat mir doch nur ausgedacht. Ah, das ist ein Test. Ja, das ist eine Prüfung des wahren Glaubens, ja? Nee, das ist Schwachsinn. Und das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und Lisbeth? Frau Lisbeth, warum streiten Sie jetzt alles ab? Ich kann euch erklären, warum. Das Känguru hat sie gedreht. Ich? Mm-mm. Ihr habt da wohl den Motor in der Garage laufen lassen. Du bist gehirngewaschen. Und oder eine Verräterin. 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 Ich bin mir sicher, wir haben es eventuell, möglicherweise, vielleicht unter Umständen mit einem Missverständnis zu tun. Das ist doch Lisbeth. Die Diesel-Liesel. Eine von uns. Nicht wahr, Lisbeth? Adam, ich weiß wirklich nicht... Hey, Sören. Du bist der Klugscheiß, ne? Die zwei Pappnasen gehören nicht zufällig zu dir, oder? Nein. Na, seht ihr? Dann mach dich mal frisch, dein Auftritt ist in Verfügung. Ja. Es ist unsere Pflicht, den Känguru aufzuhalten! Denn sie darf die Halle nicht leben verlassen! Dafür kommt ihr alle ins Gefängnis. Ah, das stimmt so nicht. Im Rahmen des StGB gelten Tiere als Sachen. Laut Paragraph 303 würde also eine Tötung dieses Kängurus nicht als Mord, sondern nur als Sachbeschädigung gewertet werden. Was? Wir wären also höchstens, eventuell, möglicherweise, vielleicht unter Umständen diesem Herrn hier regresspflichtig für die Tötung seines Haustiers. Es ist ja nicht mein Haustier. Es gehört sich quasi selber. Es ist da ganz eigen, was Besitzverhältnisse angeht. Oh. Falscher Zeitpunkt. Umso besser. Die Tötung eines herrenlosen Tieres ist völlig unproblematisch. Na, wie schön. Nein, 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 nein! Stopp! Stopp! Einen Moment! Stopp! Stopp! Stopp!
Gleichgesinnte gefunden, Freunde. Ich möchte sogar sagen, eine Familie. Sag jetzt nichts, was du hinterher bereuen würdest. Nach den Statuten, die sich die Bruderschaft der Wahrheitskrieger 1448 in Nürnberg gegeben hat, verlange ich, dass sich die Angeklagten verteidigen dürfen. Und zwar durch ein Duell! Das steht eventuell möglicherweise vielleicht unter Umständen tatsächlich in den Statuten. Wenn die Angeklagten ein Duell einfordern, dann muss es ihnen gewährt werden. Und die Angeklagten dürfen die Waffen frei wählen. Ich wähle Open Schnick. Willkommen zum großen Open Schnick Duell. Der Modus lautet 2 von 3. Sobald ein Team 2 Runden gewonnen hat, ist es siegreich. Runde 1. Es treten an das Känguru. Klimakrise. Adam Krieger! Krieger glaubt nicht an die Klimakrise. Es ist der Klimakrise egal, ob Krieger an sie glaubt. Sie kommt, so oder so. Ach ja, es ist Kriegerschnuppe. Selbst wenn es eine Krise gäbe, ja, in Mitteldeutschland wäre sie erst nach seinem Tod richtig schlimm. Kein gutes Publikum. Und was ist mit dem Rest der Welt? Krieger ist der Rest der Welt scheißegal! Krieger ist der Rest der Welt scheißegal! Und das ist korrekt! Ja! Nur noch ein Sieg und sein Team hat gewonnen. Bravo! Runde 2. Es treten an Lisbeth Schlabotnik, alias Dieselwiese. Gegen Tina von White Russian Today! Fertig. Schock! Jesus Christus! Chuck Norris! Ich glaube, hier müssen wir ja gar nicht diskutieren. Es ist ja wohl offensichtlich, dass Jesus wichtiger ist als Chuck Norris. Es geht hier nicht um Wichtigkeit. Es geht um den direkten Zweikampf. Jesus ist viel mächtiger als Chuck Norris. Er kann Wasser in Wein verwandeln und Tote auferwecken. Und das mit den Fischen. Aber wenn Chuck ihm auf die linke Wange schlagen würde, was würde Jesus dann tun? Kacke. Er würde ihm die rechte Wange hinhalten. Und auf die zweite Runde geht er das Heimteam. Ja. Und damit ist die Sache erledigt.
German Klassensieger und das Känguru Bruce Sterrell. Ich möchte auch noch drankommen. Doppelt oder nichts. Was soll denn das jetzt heißen? Wenn ich gegen dich gewinne, dann lass dir das Känguru laufen. Und wenn du verlierst? Dann dürft ihr auch mich töten. Oh. Junge, bist du irre? Nein. Davon muss ich abraten. Wenn wir ihn töten, ist das keine Sachbeschädigung, sondern Mord. Sorry. Ah! Wartet! Nein! Na gut. Wenn ich verliere, dann werde ich mich selber töten. Und zwar mit diesem Hackebeil. Das ist rechtlich kein Problem. Gut, dann sind wir in der Schüssel. Doppelt oder nichts? Es reden an der Dicke! Bin ich dick. Gegen den Kleinkünstler. Ich bin kein Kleinkünstler. Aua, warum? Auf die Plätze. Fertig. Was du willst und du nimmst Papier. Und beides. Kommt mit, wenn ihr leben wollt. Hey, wir hauen ab! Ich versteh's einfach nicht. Hast du gedacht, er macht Stein oder was? Ich stand mega unter Druck. Wenn du wenigstens Brunnen gemacht hättest. Wie wär's mit Danke? Ich hab grad mein Leben für dich riskiert. Sag, Maria, dass es mir leid tut! Ja, komm mit! Du. Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Aus dir mach ich Hackfleisch! Komm da! Ich muss euch warnen, ihr habt den schwarzen Gürtel. Und ich hab gehört, Känguru-Burger schmeckt ganz fantastisch. Na, echte Delikatesse. Schnappt sie euch! Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöder. Ich glaube, der Typ ist eventuell, möglicherweise, vielleicht unter Umständen ein Arschloch. Das deckt sich mit meiner Erfahrung.
was die Leute alle für Quatsch glauben. Ich bin endlich wieder wach. Bock, euren Tod rächen zu müssen. Yes, ich krieg die Spielkonsole. Ist mein Zweitwagen. Ist ein bisschen eng, gell? Ja, man fährt mit Solar. Hab ich selber bastelt. Ist mein Hobby. Immer vor die Konsole setzen, wenn es nervt. Weißt du, ich... Unglaublich! Es gibt hier kein Spaghetti-Eis! Und sowas schimpft sich Haute Cuisine! Ich hätte dich nicht mitnehmen sollen. Wenn hier irgendwer irgendwen irgendwohin mitgenommen hat, dann ja wohl ich dich. Das war's, Leute! Der Film ist doch noch gar nicht vorbei. Ja, aber jetzt wird es ja nur noch kitschig. Es will ja kein Mensch sehen. Also wir können... Quatsch, alle wollen das sehen. Na gut, dann Augen zu und durch. Wir haben uns heute hier in dieser Kirche versammelt, weil ihr beide den Heiligen Bund der Ehe eingehen wollt. Und so frage ich dich, mein Freund Josef Selemann, willst du dich hier am besten der Maria Schlavonik zu deiner angetraute Ehefrau nehmen? Ja, ich will. Und ich frage dich, Maria Schlavonik. Hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht. Ich auch nicht. Freund und Bruder Josef Selemann zu deiner angetraute Ehemann nehmen? Ja, ich will. Kopf hoch, Alter. Schnappst du mal, Lina? Was soll's? Komm, das abhauen, ich bin gegen Weihrauch allergisch. Ja, lass nach Hause gehen. Sie dürfen die Frauen jetzt küssen. Ich glaube, jetzt ist der Film wirklich vorbei. Kommst du drauf? Wo geht's hier eigentlich raus? Woher soll ich das denn wissen? Aber ich tippe auf die große blaue Tür da. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Keine Ahnung. Entschuldigung, unser Film ist zu Ende. Wie kommen wir hier raus? Uitarumawa, Michio Wasres. Verdammte Scheiße, wie soll da jetzt ein Hund im Bild? Wir versuchen hier zu drehen! Yeah. Kangaroo Rap 2139. Eventuell. Möglicherweise unter Umständen vielleicht ist das Ende dieses Films jetzt erreicht. Doch jedem Ende wohnt ein Zauber immer. Wir trinken kniend aus der Regenrinne. Unsere Wahrheit hat sich verkleidet. Tyrannie macht Kleinkünstler united. Ein Angebot wurde unterbreitet, welches ihr annehmen könnt. Oder auch nicht. Yeah. Kommunizieren mit Tieren, die Dinge formulieren, die wir alle nicht kapieren. Sie reden was von dem Planet, der untergeht. Doch wir alle verstehen zu spät, denn wir sagen, das wäre alles pure Fantasie. Realität ist eine bürgerliche Kategorie. Reality Check. Keine Zeitalter, in uns tobt das postfaktische Zeitalter. Die Rache der Beknackten, unsere Feelings zerschellen an den Fakten. Wir zeigen unserem Regenwald ein PDF und verklagen bei Regen einfach den WWF. Denn wir haben keinen Bock uns zu ändern, wir kommen nicht um zu denken, wir kommen um zu stänkern. Keine Lust das einzusehen, die Nummer drehen, sich die Scheiße eingestehen ist ein Problem. Denn dazu muss man eins verstehen, die Zeit zu gehen kommt, wenn wir alle Zeichen sehen. Und die Zeichen sind unmissverständlich, der Planet bleibt bestehen, der Mensch ist endlich.
das Ende ist nah. 100.000 Meinungen, nur eines ist klar. Wenn wir diesen Planet hier doch verlieren, dann gibt es keinen Planet, um auf ihm zu diskutieren. Disco, doch irgendwie auch ein bisschen schade, oder nicht? Alles voll mit halluzinierenden Leuten hier. Ich bin raus und chill mit meinem Beuteltier.
648.363. 648.364. 680.000. Reicht, Krapotke. Es reicht. Jawohl, Herr Hauptmann.